Wir brauchen noch Münzen. Münzen, 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 Münzen. Ja, Moment, da können wir doch einfach mal ein bisschen Abhilfe schaffen und dann wird Moment. Bisschen so, nee, richtig platzieren. Dann wird das nicht. Wir müssen, also das ist mal ein bisschen hakelig. Nee. Jetzt. Jetzt haben wir es. Ist immer ein kleines bisschen hakelig, was das angeht. Und zack. Na, nochmal. Oh, ein neuer Fisch. Eine Brasse. Schön. Ein neuer Sammelgegenstand. Yippie. Warum leuchtet das so golden da? Ah, ich glaube, ich hab's ein bisschen verpasst. Luffy, guck mir nicht über die Schulter. Ich mag das nicht. Ah, das war mir klar. Oh, ich liebe schöne sonnige Tage. Ah, der ging daneben. Jetzt habe ich ihn. Jetzt bin ich gespannt. Das ist irgendwas ein goldener Schimmer gewesen. Oh nein! Ach, daneben. Mal. Komm. Ich möchte wissen, was da drunter ist. Ah, ne. Hallo? Ich möchte wissen, was da drin ist. Ich versuche das jetzt so lange, bis ich es habe. Hä? Oh, ich liebe schöne sonnige Tage. So. Mal ein bisschen Energie auffüllen. So, und jetzt nochmal. Jetzt will ich es aber wissen. Vielleicht ist das für mich noch zu schwer. Kann das auch eventuell sein? Ja, kann auch vielleicht sein. Ich weiß es nicht. Ob man irgendwie das auch skillen kann oder so? Ich weiß es nicht. Wir werden alles ausprobieren und alles testen. Ein Rezept? Ja! Ein Rezept. Was haben wir denn? Was haben wir? Kartoffelsuppe mit Lauch. Mmh, auch lecker. Bananen! Bananen! Okay. So, immer wieder ein bisschen freiräumen. So. Da liegt noch etwas. Und zwar ist es wieder ein Puzzlestück. Ja, es ist ein Puzzlestück. Wieder von der Seite. Was haben wir denn da? Ich dachte mir schon immer, dass dies ein schöner Ort für einen Garten wäre. Ja, wir haben jetzt die Banane dazu. Genau. Ja, hier war mal irgendwas. Ja, erhalte 500 Sternmünzen. Und wir haben genügend Dreamlight jetzt quasi zusammen, ne? 2000 haben, hatte ja Merlin gesagt, brauchen wir. Um in das Traumschloss vorzudringen. Da bist du ja! Richtig, das Dreamlight sammelt sich in den Tiefen des Brunnens. Du hast jetzt genug Dreamlight, um die Nachtdornen an der Tür des Schlosses zu vertreiben. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Beeil dich, beeil dich! Und jetzt hinfort mit dir! Es gibt viel zu tun, viel zu tun. Ja, okay.
Oh, Hallöchen. Du kommst ein bisschen spät, weißt du? Richte deine Magie auf die Nachtdornen, Julchen. Okay, versuchen wir's. Bravo, Julchen, bravo. Jetzt können wir endlich das Traumschloss betreten. Danke, sehr freundlich. Ah, juhu. Wir sind zumindest einen Schritt weiter. Oh mein Gott. Ja, hier ist auch noch alles voll. Du bist hier. Schön, denn uns bleibt nicht viel Zeit. Jetzt erinnere ich mich, Julchen. Es geht nicht darum, was im Schloss passiert, was im Traumschloss ist. Es geht darum, wer darin ist. Als unsere Herrscherin ging und das Vergessen das Tal übernahm, blieben einige von uns zurück. Ja, das wissen wir ja schon. Andere wiederum beschlossen, in ihre Reiche zurückzukehren. Jede Tür ist vor dir, führt in ein anderes Reich, zu einem Traum ihrer eigenen Welt. Das Schloss ist voller Tore zu anderen Welten. Ich möchte die neuen Welten entdecken. Ich freue mich darauf, neue Freundschaften zu treffen. Ist das gefährlich? Oh, du wirst hinter diesen Türen unzählige neue Freunde treffen. Ich fürchte allerdings, dass sie sich nicht an Dreamlight Valley erinnern werden. Es liegt also an dir, einen Weg zu finden, sie nach Hause zu bringen. Wie ich sehe, hast du gerade noch genug Dreamlight übrig, um die erste Tür zu öffnen. Du musst dich für das erste Reich entscheiden, in das du gehen möchtest. Ich möchte einen verlassenen Planeten mit einem schüchternen Roboter besuchen, ein Restaurant mit einem großartigen kleinen Koch besuchen, den Ozean mit einem Halbgott besuchen. Okay, das untere, das ist Vajana, das wissen wir. Das hier ist Ratatouille, einen verlassenen Planeten mit einem schüchternen Roboter besuchen. Das könnte Wall-E sein, oder? Oh, die Möglichkeiten sind alle drei so schön. Ich glaube, ich besuche zuerst Wall-E. Wunderbar. Ich erinnere mich an den schüchternen und wortkargen kleinen Roboter. Ja, es ist Wall-E. Sobald du durch diese Tür gehst, gelangst du in ein anderes Reich. Hilf den Leuten dort, so gut du kannst. Erzähle ihnen von Dreamlight und bitte sie um Hilfe. Wir werden all unsere Freunde hier brauchen, um uns auf das vorzubereiten, was vor uns liegt. Okay. Der schüchterne kleine Roboter. Oh, wie süß. Oh, niedlich. So, aber zuerst schaue ich mich hier erstmal im Schloss um. Weißes Haus der Träume-Shirt. Oh, schön. Oh mein Gott. Es sind noch weitere Türen. Ach, hier, das ist die Eiskönigin. Da geht's auch noch weiter, aber da ist das. Boah, wie viele Welten. Die alle kann ich gehen? Wahnsinn. Hier, das ist Vajana. Und das ist Ratatouille. Oh mein Gott, das ist ja. Wow. Aber erstmal gehe ich nochmal kurz zurück. Denn der Sternenpfad ist jetzt verfügbar. Aha. Was zum... Oh mein, schließe die verschiedenen Aufgaben ab, um exklusive Möbel, Kleidung und mehr zu verdienen. Ach guck, die Unglaublichen. Weiß ich jetzt nicht. Kars? Coco? Oh Gott, wie schön. Ach, das da. Das ist es, glaube ich, ne? Sternenfahrt. Ja, ist es. Zum Pixarfest. Ich möchte gerade noch mal ganz kurz für Dagobert noch die paar hundert Münzen kriege ich noch zusammen. Was habe ich denn jetzt gesammelt? Hä? So, ich
glaube, jetzt habe ich einen Rubin oder sowas bekommen. Das bringen wir mal noch gerade zu Goofy. Verkaufen ihm das. Oh, Moment. Da ist noch was in der Erde. Was haben wir denn da? Einen Traumsplitter. Ja. Hallöchen. Nee, ich wollte nicht kaufen. Ich wollte verkaufen, richtig. Genau hier. Ach, ein Granat ist das. Okay. Auch in Ordnung. So, so. Verkaufen mal ein paar Sachen. So. Ja. Okay, danke dir. Wir sehen uns. Okay, gut, dann können wir jetzt zu Dagobert, ihm das jetzt hier, jetzt sein, Dings wieder eröffnen. Hallo! Bist du bereit zu investieren, sobald ich den Laden, ja, gibt es jeder, ja, ich möchte den Laden wieder öffnen. Endlich die große Eröffnung. Wird zwar jetzt noch nicht so allzu viel geben, aber hey. Sei gegrüßt, Nachbar. Welch ein Glück, ich bin wieder im Geschäft. Jetzt brauche ich nur noch Kunden. Oh, und eine gute Investition muss sich natürlich lohnen. Diese Münzen sind für dich. Kauf dir etwas Schönes. Was? Dagobert gibt mir Geld? Komm herein, sieh dich um, Julchen. Wenn du nichts siehst, kannst du kaufen... Wenn du nichts siehst, das du kaufen möchtest, dann sag mir Bescheid und wir nutzen mein patentiertes Liefersystem. Freundlichen Dank. Oha, okay. Dann geh ich mal gerade rein. Mal gucken. Wie sieht's denn hier drin überhaupt aus? Ach, du meine Nase. Ich sehe hier schon das Porzellanservice mit Madame Portin. Oh mein Gott, das muss ich haben. Hier ist es, das die Black Pearl, oder? Ein Kaffeeautomat? Okay. Oh mein Gott. Klamotten? Oh, das Kleid, ne? Es erinnert mich so an Belle. Oh, das ist traumhaft. Ein Piratenhut? Okay, BNL. Oh, das ist die Frisur von Vanellope. Oh mein Gott. Oh, ich bin im Traum. Das ist der... Was ist das denn? Ist das der, das ist der Stuhl von Elsa, oder? In dem Eispalast, den sie hatte. Wow. Ich möchte wieder raus. Ich muss raus. Okay, aber cool. Wie krass. So, aber als nächstes, und das würde ich in der nächsten Folge dann anfangen, würde ich gerne in eines der nächsten Welten reisen, um Wally zu besuchen. Oh mein Gott, das wird so süß werden, glaube ich. Oh mein Gott. Oh, das Spiel, das macht mir persönlich gerade jetzt schon mega Spaß. Es ist sehr schön und sehr niedlich gehalten und motiviert immer zum Weitermachen. Also ich glaube, daraus wird ein Let's Play. Ja, oh, das ist toll, das macht Spaß. Freue ich mich voll drauf. Okay, dann würde ich für heute hier erstmal an dieser Stelle beenden. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Ich glaube, das werde ich... Ich habe die erste Folge zwar jetzt komplett gerendert, das mache ich auch so, aber ich glaube, die jetzt danach folgenden, also jetzt ab dieser Aufnahme folgenden Folgen, werde ich ein kleines bisschen aufteilen. Ich glaube, das Ganze wird dann immer um 20 Uhr immer laufen, im Wechsel mit The Witcher. Und immer parallel zu der
zu dem DLC, was ich gestartet habe. Also zu dem Witcher-DLC, genau. Eine Folge Witcher, eine Folge Disney Dreamlight. So in etwa, glaube ich, werde ich das Ganze durchführen. Spiel macht Spaß. Das ist echt mal eine kleine, süße Abwechslung und in Erinnerung schwelgen. Das ist super. So, ich würde dann sagen, ich danke euch fürs Zuschauen für heute und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal.